Also der Unternehmensgeist, wie ich Rudolf Grenzebach wahrgenommen habe, war, er ist nicht zu stoppen. Aus dem kleinen Hammler heraus in die Welt. Dieser Pioniergeist, dieser Unternehmergeist ist in dem Sinne das größte oder der größte Wert, den wir haben. Und das ist auch das, weswegen wir auch das für das Familienunternehmen Grenzebach einstehen. Und auch für diese Unabhängigkeit und für diese Neugier. Und gleichzeitig auch für diesen unbändigen Optimismus, den er uns immer mitgegeben hat. Das Bestreben von Rudolf Grenzebach war ja immer, sich auch den neuen Dingen zu öffnen und zu gucken, wo können wir noch mehr tun. Wir haben verschiedenste Bereiche, wo wir herkommen aus dem Glas, dann über Building Materials, Intralogistik, alles Themen, die ja gewachsen sind. Der Wandel war schon immer konstant bei uns da und der Drang nach vorne, der Drang, neue Dinge anzupacken, zu wachsen und uns weiterzuentwickeln, zeichnet uns aus. We are a German company and we stand for quality, but at the same time, we have that American entrepreneurship and we stand for innovation. Grenzebach is a family company. We believe in the next generation. We believe in being sustainable. We believe in being a true journey partner with both our customers and our suppliers in the area. Journey Partner heißt, in jeder Phase nah am Kunden zu sein, bei der Projektentwicklung, bei der Realisierung, bei der Inbetriebnahme, bei der Optimierung und auch bei dem Betreiben der Anlage. Für uns ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema, um zu wissen, ob wir uns in die richtige Richtung entwickeln. Und das geht halt nur, wenn man nah am Kunden ist, nah am Markt ist. Die größte Herausforderung ist immer, auf die verschiedenen Kundenbedürfnisse einzugehen und herauszufinden, was möchte der Kunde und vielleicht das schon, bevor der Kunde überhaupt selber weiß, was er möchte. Ich denke, der Erfolg bei Grenzebach liegt auch ganz viel an einzelnen Personen, die da mit Leidenschaft drinstecken und ihre ganze Energie in das Produkt geben. Und das ist auch eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre, wodurch auch mehr sich getraut wird und neue Innovationen auch eine Chance haben, sich zu entwickeln. Mein Chef hatte früher das Büro hier und der hatte hier an der Wand einen Zeitungsartikel hängen mit der Überschrift Mut zum Scheitern. Den hat er auch im Prinzip seinen Mitarbeitern mitgegeben und hat gesagt, wir erreichen nichts, wenn ihr nicht auch den Mut habt, auch was zu riskieren. Das ist auf jeden Fall ein Wert, der muss auch gelebt werden, weil wir wahnsinnig innovative Sachen machen, wo es genau darum geht. Ich glaube, dieses Wir schaffen das Mindset ist standortübergreifend da. Wenn ich jetzt mit Kollegen in Chasan telefoniere, dann merke ich genau den gleichen Unternehmergeist, wie es bei uns ist. Und es ist genau das gleiche Gefühl da, wir packen das. Grenzebach Chasan strives for technology innovation and keeps challenging itself. And Grenzebach Chasan is always good at inspiring the potential of the employee. We have rules in our business, but actually the trust is the most important. We trust the employees, and the employee trust the company, and we grow together in the future. It's great when the CEO knows your name. And he knows, you know, your daily challenges. It's a great place in that regard. The corporate culture of the Grenzebach Group is working as a family. Everywhere that we talk, we can have tough conversations, but at the end of the day, we are all family working towards the same goals. Trends der Zukunft, ja, wenn man das so sagen könnte, dann wäre es wahrscheinlich relativ einfach. Also einen ganz großen Schritt, glaube ich, haben wir Ende 2020 gemacht. Wir haben hier Teams gebildet und haben uns überlegt, wo stehen wir 2030? Und da sind wir auf drei Trends gekommen: Digitalisierung, Greening und Lokalisierung. I believe Grenzebach will change in the future by putting more strength into the regions. So having the regions closer to the customer, move faster, make quicker decisions, so we can take care of the customers, we can take these opportunities and move things forward. Ich wünsche mir für die Firma Grenzebach weiterhin diesen unbändigen Erfindergeist, diese Neugier, die im Wesentlichen aus der Unabhängigkeit auch erwächst. Und ich wünsche mir, dass es immer einen Ort gibt für die nächste großartige Erfindung, dass man immer sagt, das würde ich gerne mit Grenzebach zusammen ausprobieren.